abonnieren Sie Wikisana. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unserem Format Der Sinn des Lebens. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Frage, wie entkomme ich dem Geldhamsterrad? Gefühlt bestimmt Geld jegliche unserer Lebensentscheidungen, die wir zu treffen haben, aber auch die kleinen Entscheidungen im Alltag. Und wir wollen heute mal gucken, welche Alternativen gibt es denn dazu? Beziehungsweise wie entkommen wir diesem Geldhamsterrad? Bleiben Sie dran, ich habe heute wieder einen ganz spannenden Gast bei mir. Ich stelle Ihnen den gleich vor. Wir starten gleich. Lieber André, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Hallo. André G. Schulz, weil ich dich im Intro noch nicht vorgestellt habe. Du bist spiritueller Geldlehrer, ich muss erst wieder reinfinden, und Buchschöpfer. Und hast eine lange Bankenkarriere, Finanzkarriere hinter dir und hast irgendwann mal, bist da mal durchgestiegen, hast hinter die Kulissen geguckt und hast dir Fragen gestellt, die sich die wenigsten Menschen fragen und leider, ja, denken die wenigsten auch selbst und hinterfragen die Dinge eben einfach auch selbst. Und heute haben wir uns vorgenommen, das Geldhamsterrad uns mal anzuschauen. Wie im Intro schon angesprochen, bestimmt Geld eben einfach eine Vielzahl unserer Entscheidungen, die wir treffen. Vielleicht manchmal sogar die Partnerentscheidung. Oh ja, gibt's auch. Ja, genau. Und erstmal vielleicht sprechen wir über das Problem. Wo oder wo finden wir uns denn wieder in dem Geldhamsterrad? Ja, es ist erstmal wichtig zu verstehen, was ist Geld eigentlich für die meisten? Mhm. Und entweder rennen die Leute, deswegen passt dieses Bild mit dem Hamster so schön, weil wir eigentlich in so einem Hamsterrad gefangen sind, weil wir immer mehr Geld haben wollen oder weil wir das Gefühl haben, wir haben zu wenig Geld und wir brauchen jetzt und dafür müssen wir ganz viel tun. Oder wir müssen unser Geld ja der Finanzindustrie geben, es in Finanzprodukte legen und die machen dann daraus mehr. Weil die sind ja die heiligen Samariter. Geld arbeiten lassen heißt es immer. Das ne? Geld Man muss einfach nur schlafen, man legt sich hin, das Geld arbeitet für einen. Ich habe mir das früher mal so vorgestellt, habe das auch Kindern so erklärt. Ja, dann sind ja im Tresor, sind die kleinen Euromünzen und dann haben die sich ganz lieb, so wie eure Eltern. Und dann machen die ganz viele kleine Babys. So. Und das glauben ja heute immer noch viele. Die glauben dann, man hat Finanzprodukte, da legt man das Geld rein und das ist dann risikolos und das Geld arbeitet für uns. Und genauso glauben wir auch, dass wir einfach für unser Geld so viel, am besten so viel wie möglich arbeiten. Weil je mehr wir arbeiten, desto mehr Geld bekommen wir. Und wir brauchen ja alle ganz viel Geld. Das heißt, das Geld ist manchmal auch wie die Möhre sozusagen vom Esel, die ist nochmal vorm Hamsterrad. Also wir rennen dem Geld aus unterschiedlichen Gründen immer wieder hinterher. Und das hat einfach damit zu tun, dass Geld die Welt eben regiert. Mhm. Geld hat einen wahnsinnig großen Einfluss, denn wir müssen uns Lebensmittel kaufen, wir müssen Miete bezahlen und, und. Aber die Frage ist, wie bewusst gehen wir mit unserem Geld um? Also müssen wir so ja, vom Geld geführt werden? Reicht es nicht aus, wenn wir uns mal bewusst machen, wofür ist Geld für uns eigentlich da? Wie viel Geld brauchen wir zum Leben? Oder bestimmt uns das Geld? Und ich erlebe ganz häufig Menschen, die teilweise 20, 30, 40 Jahre ihres Lebens in einem Job arbeiten, sehr hart arbeiten, aber da überhaupt nicht glücklich sind. Gerade auch Männer, die dann sagen, ich will für meine Familie hier was Gutes leisten und die kommen dann teilweise auch in Burnout und haben eine gesundheitliche Probleme und wollen dann das Haus abbezahlen oder für die Urlaube und machen immer mehr. Ja. Und da merkt man dann, dass das Geld, dieses Streben nach dem vielen Geld oder nach ausreichend Geld für einen gewissen Lebensstandard auch sehr, sehr gesundheitsgefährdend sein kann. Und deswegen in den meisten Fällen sucht man sich ja auch den Job aus, wahrscheinlich an der Größenordnung, was man da verdienen kann und ob man damit dann seinen Lebensstandard finanzieren kann. Genau, ja, also das Geld ist ein ganz wichtiges Etikett. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vor einer Schule stehe oder vor einer Klasse und ich frage die jetzt, okay, also stellt euch mal vor, eure Eltern würden jetzt sagen, ich habe den richtigen Partner, die richtige Partnerin für dich. So, und die stellt ihr dann im Garten auf, sind so 10, 15 Mädels oder Jungs, je nachdem, manchmal auch beides gemischt. So, und dann erzählt man ein bisschen was, das kannst du ja angucken, wer gefällt dir, das ist gar nicht so wichtig, sondern pass mal auf, also der hat reiche Eltern und die anderen, die sind alle arm. Da würden wahrscheinlich viele Jugendliche heute schon sagen, also, ich weiß schon, wen ich nehmen würde. Und so komisch ist das in der heutigen Welt leider, dass wir dem Geld sehr, sehr viel Wert beimessen. Dabei ist Geld ja eigentlich erstmal nur eine Illusion. Denn die Frage ist ja, wie bestimmen wir unser Gelddenken? Lassen wir uns vom Geld denken oder denken wir Geld selbst? Mhm. Und das klingt ein bisschen geldphilosophisch. Ich möchte es aber mal ganz praktisch machen.
Denn ich bin ja auch so ein bisschen Glücksforscher die letzten Jahre gewesen, habe da ja auch den Bestseller geschrieben, alt genug, um glücklich zu sein. Und da habe ich mich halt sehr stark damit auseinandergesetzt, wann wird man eigentlich glücklich? Mhm. Weil Glück ist ja auch eine Illusion. Ist ja auch ein subjektives Gefühl. Was dich glücklich macht, macht mich nicht glücklich. Was mich heute glücklich macht, macht mich morgen vielleicht nicht glücklich. Also es ist ja alles eine Frage der Etikettierung, weil alles ja erstmal nur ist. Aber da gibt es zumindest spannende Erkenntnisse. Da gibt es Studien, wie verändert sich eigentlich das Glück im Laufe unseres Lebens, also von null bis zum Tod. Mhm. Und da ist es so, dass das erst ganz weit oben ist, das Glück, dann fällt es irgendwann ab, dann steigt es wieder an, dann geht es so ein bisschen langsam den Bach runter. Aber ist relativ noch auf einem hohen Niveau. Und jetzt kann man sich ja fragen, okay, zu welchen Zeitpunkten ist denn das Glück, dieses Glücksempfinden, so hoch? Und das ist hier ungefähr so mit 20 Jahren und hier wieder so ungefähr mit 65 Jahren. Ja? Mhm. Natürlich jetzt nicht für jeden so, ne? Nein, sondern okay, das ist halt klar. Ich habe gedacht, das ist aus so Studienlage, statistische, ja, aus statistischen Ermittlungen, genau. Wobei man da ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, was wird wie ermittelt. Aber ich finde es ganz interessant, weil man hat dann herausgefunden, warum sind eigentlich die jungen Menschen, so bis 0 bis 20, warum sind die so glücklich? Aha. Und warum sind die Älteren dann wieder so glücklich? Mhm. Also das ist ja schon ein sehr bezeichnendes Bild. Und dann hat man eben herausgefunden, dass die eigentlich das gleiche Glücksgefühl haben, weil sie sind frei. Hier bist du wieder frei, weil du nicht arbeiten musst. Du musst dich nicht mehr um deine Kinder kümmern. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dein Leben leben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ausnahmen gibt es immer, die bestätigen immer nicht die Regel. Nee. Die Ausnahmen sind immer die Ausnahmen. Ja. Aber in der Praxis ist das so. Die Leute fiebern auf den 65. hin, auf die Rente. Damit ist ja die Rente gemeint. Also in der Rentenzeit kann ich machen, was ich will. Ich muss halt nicht mehr das Geld verdienen. Und hier von 0 bis 20 ist es so, dass da natürlich noch keine Verantwortung besteht. Da regeln die Eltern das. Da bin ich verantwortungslos sozusagen. Mhm. Ich habe nur Verantwortung für mich selbst. Mhm. Und das sind zwei ganz entscheidende Triebfedern für unser Glück. Das hat nämlich mit Selbstbestimmung oder mit Fremdbestimmung zu tun. Bin ich frei oder bin ich unfrei? Tja, und hier unten, also am Punkt, wo es richtig böse ist, das ist so zwischen 40 bis 50, je nachdem, wie man es misst. Also das ist voll meine Zeit. Da kann ich schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Also so sieht ein richtig deprimierter Mensch aus. No. Aber jedenfalls ist natürlich die spannende Frage, was ist jetzt in der Mitte drin? Also warum sind die Menschen jetzt hier in der Tendenz so unglücklich? Und da steckt aus meiner Sicht ein großes Hamsterrad drin. Das ist ja auch meistens so das Zeitgefüge 45 bis 50, wo man dann von Midlife-Crisis spricht. Ne? Ja, genau. Das ist, also es gibt ja diesen 7-jährigen Lebenszyklus, was sich automatisch verändert. Und hier geht es, das ist ja die Rückreise. Mhm. Also wenn man sich das Unendlichkeitszeichen ansieht, dann sind wir ja auch wieder an einem Punkt, wo es wieder zurückgeht. Mhm. Ne? Wo wir uns damit beschäftigen, hat unser Leben Sinn gemacht, will ich das noch so weitermachen. Ja. Aber das hat natürlich auch mit der Arbeit zu tun. Ja. Dass wir sehr viel Zeit für unsere Arbeit aufwenden müssen. Dann haben wir die Kinder, da haben wir manchmal Eltern vielleicht zu pflegen. Wir haben Zeit, sehr, sehr wenig Zeit für uns selbst. Und wir rennen dem Geld hinterher. Das heißt, wir sind hier in so einem Hamsterrad drin. Und jetzt habe ich für mich mal aus meinem Gefühl, das ist nicht repräsentativ, weil so eine Erhebung gibt es leider nicht, mal geschaut, wie entwickelt sich eigentlich Geld im Laufe des Lebens. Aha. So, mein Gefühl sagt mir, das kann jeder ja mal beurteilen, kann auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn man es anders sieht. Das fängt natürlich erstmal mit wenig an, wenn man geboren wird. Dann fangen die Eltern und die Großeltern an, erstmal irgendwann Geld für einen zu sammeln und zu sparen. So, und irgendwann arbeitet man vielleicht auch, ist ja auch nicht schlecht. Und dann geht es so langsam los, dann steigern sich so die Vermögenswerte, ne? Und irgendwann fängt man dann an, sein Vermögen zu erhalten. Oder man sagt sich, ja, jetzt gönne ich mir mal was. Natürlich gönnt man sich hier dazwischen auch was. Aber das, was wir ablesen können aus den Geldvermögensbeständen, die wir so in den Ländern ermitteln, da zeigt sich, dass die Geldvermögen immer mehr werden. Das heißt, die Leute sparen immer mehr. Mhm. Natürlich kann man auch Immobilienvermögen dazu nehmen oder Schmuckvermögen oder allgemeines Besitzvermögen. So, und dann habe ich mir das angeguckt und mich gefragt, okay, kamen diese beiden Linien vielleicht was miteinander zusammen? Also in der Zeit, in der größten Zeitspanne, wo wir am unglücklichsten sind, da verdienen wir auch das meiste Geld. Zumindest beschäftigen wir uns am meisten mit dem Vermögensaufbau. Und das war für mich ein schönes Sinnbild, um mal klarer reinzugehen, wer führt eigentlich mein Leben? Also mache ich den Job nur des Geldes wegen? Oder mache ich den Job, weil ich den wirklich liebe? Habe ich meinen Lebensstandard, weil ich sage, das ist mein Lebensstandard? Oder muss ich irgendwelche Erwartungen erfüllen, irgendwelche Bedürfnisse? Und da ist es eben wichtig, dass wir uns klar machen, warum arbeiten wir eigentlich? Weil es gibt ja zwei verschiedene Seiten. Es gibt einmal die Einnahmenseite und es gibt die Ausgabenseite.
Und beide haben dann mit unserem Lebensstil zu tun. Also wenn wir uns fragen, sind wir im Geldhamsterrad drin? Und wenn wir schon das Gefühl haben, ja, ich bin irgendwie drin, weil entweder will ich immer mehr Geld, weil ich will mir tolle Dinge leisten, in Urlaub, neues Zuhause, mir tolle Sachen kaufen. Oder ich bin eben im Hamsterrad, weil ich sage, ich habe zu wenig Geld. Die Ausgaben drücken. Ich habe zu hohe Ausgaben, ich habe zu geringe Einnahmen. Wenn wir das erkannt haben, ist das schon mal gut. Und jetzt wollen wir uns am besten, würde ich mal vorschlagen, die Einnahmenseite zuerst anschauen, wenn du magst. Und da ist es einfach wichtig aus meiner Sicht, sich mal zu vergegenwärtigen, wie funktioniert das eigentlich mit Arbeit und Geld? Weil letzten Endes ist das eine einfache Formel. Wir alle haben Lebenszeit. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Und einen Teil unserer Lebenszeit tauschen wir ein in Arbeit. Und durch diese Arbeit, da wollen wir Euro, Schweizer Franken, Dollar, Yuan, was auch immer wollen wir haben. Irgendwas muss zurückkommen. Und was machen wir jetzt wieder mit dem Geld? Das tauschen wir zurück in unser Leben. Das heißt, Anfang und Ende sind immer gleich. Die Frage ist natürlich, wie wollen wir denn leben, ne? Und ein ganz großer Bestandteil, der uns am Leben hindert manchmal, ist das Thema Geld und das Thema Arbeit. Und von daher ist es wichtig, sich erstmal klar zu machen, ich arbeite nicht einfach für Geld, ich tausche Lebenszeit in Geld. Klar. Und dann habe ich gerade auch Schüler, wenn man Schüler fragt, ich möchte dich eine Stunde mieten, was willst du dafür haben? Dann sind die meistens ein bisschen überfordert, dann kommt so, ja, 1000 Euro, eine Million, so aus Gag. Wow. Aber was ist denn dein Stundensatz? Also die Erwachsenen, die können das häufig sagen, die sagen, ja, ich habe 15 Euro, 20 Euro, 25 Euro. Und wenn man sich das alleine mal überlegt, ich kann jetzt jemanden buchen und der kostet 25 Euro die Stunde. Das ist doch nichts, oder? Nee. Also wenn man sich das wirklich mal überlegt, wie viel oder wie wenig ist Zeit eigentlich wert? Und wie viel bin ich mir wert? Und verkaufe ich mich nicht manchmal unter Wert? Mein Gefühl ist, dass sich viel zu viele Menschen unter Wert verkaufen. Ja. Und deswegen ist es lohnenswert, in dieses Thema Arbeit mal reinzuschauen. Und sich zu fragen, wie arbeiten wir heute eigentlich? Machen wir eigentlich das, was wir wirklich gut können, was wir lieben, was in uns liegt? Und deswegen können wir ganz kurz mal auf die Einnahmenseite eingehen und uns dann mit der Thematik der Arbeit beschäftigen. Denn normalerweise ist es so, das sind wir und wir sagen, wir müssen jetzt irgendwas arbeiten, weil wir erinnern uns ja, wir brauchen ja Geld. Und dieses Geld brauchen wir, weil wir haben ja Ziele, wir haben gewisse Wünsche und wir haben gewisse Bedürfnisse. Und nicht nur wir, sondern die Kinder. Die Frau oder der Mann. So, wir denn ja auch. So, und um das zu kriegen, für viele Sachen brauchen wir eben Geld. So, und jetzt ist die große Frage, wie kommen wir an dieses Geld? Weil bevor wir das Geld ausgeben für die Ziele und Wünsche, müssen wir das ja einnehmen. Hier haben wir die Ausgaben und hier haben wir die Einnahmen. So, und wie macht man das jetzt in der Regel? Also meine Erfahrung ist folgende, dass es Menschen gibt, wenn ich dann immer gefragt habe, warum arbeiten sie eigentlich? Dann kam bei der Hälfte so ungefähr, also ich habe das mal gelernt oder ja, da verdiene ich halt mein Geld mit oder habe ich halt so reingestolpert oder also da kommen so Gründe, wo man sagt, das ist jetzt nicht wirklich so überzeugend, so begeistert, das ist, ja, ich bin hier halt da, ne? Und dann gibt es ein paar mehr oder ein paar weniger, die sagen dann, ich mache das, weil ich das wirklich gut kann. Das ist wirklich was, ich habe das drauf, ich bin da wirklich gut drin. Und dann gibt es wieder einen anderen Teil, die sagen, ich liebe das, was ich tue. Ich liebe das. Das ist vielleicht nicht das Beste, meine beste Fertigkeit, aber das liebe ich wirklich. Und dann wird es immer enger, das male ich mal lieber hier, damit man sehen kann, die sagen, ich tue etwas, was ich wirklich gut kann und was ich wirklich liebe. Und das ist für mich die Berufung. Das ist die Berufung. Ja. Und dann gibt es etwas, was noch viel, viel weniger Menschen machen und das ist für mich die Bestimmung. Das ist nämlich das, was du dir nicht aussuchst. Das heißt nicht, dass du das nicht besonders gut kannst oder liebst, sondern das kommt dann zu dir, weil es sozusagen aus dir selbst rauskommt. Und jetzt ist immer die große Frage, wie schaffe ich das eigentlich, in meine Berufung zu kommen? Weil das ist ja so ein Riesenthema. Wenn die Leute nach einem Job suchen, wo sie wahnsinnig viel Geld verdienen, dann ist das meistens kein Job, den sie entweder besonders gut können oder besonders lieben. Aber aus meiner Erfahrung ist es eben so, man sagt ja nicht umsonst, Money follows passion. So, also wenn du deiner Leidenschaft folgst, dann kommt auch genügend Geld für dich. Das heißt nicht, wenn du jetzt sagst, ich schneide so gerne Haare, dass du dadurch Millionärin wirst. Aber das, was du besonders gut kannst, was du besonders liebst und was du bist, das wird immer dafür sorgen, dass du ausreichend Geld hast für dein Leben. Und deswegen ist ja die spannende Frage, wie finde ich denn meine Berufung? Und das war für mich immer dieses Gefühl, ich habe die auch lange gesucht und habe sie nie gefunden. Weil ich habe einen Irrglauben in meinem Kopf gehabt und der Irrglauben war, dass es eine Berufung gibt, die man finden kann.
eine Berufung, die man finden kann. Mhm. Man kann eine Berufung nämlich nicht finden, weil man kann sie nur aus sich heraus gestalten. Mhm. Und das hat mir dann ganz viel Druck genommen, weil ich dann festgestellt habe, ey, das ist ja super. Also es sind mehrere Berufungen in mir und ich kann aussuchen, welche davon ich wie lebe, wie ich sie auslebe. Mhm. Dann habe ich versucht, wie kann man den Menschen dabei helfen, dass sie ihre Berufung leichter finden. Weil aus meiner Sicht ist alles schon in uns drin, was wir brauchen. Wir sind wie so eine Samentüte, ne? Wo du sagen kannst, da ist so eine wilde Kornblume drin, so eine Olaya, so ein Weidenkraut, eine Rose. Und irgendwann war mir dann klar, die sehen ja alle ähnlich aus, diese Samen. Und komischerweise habe ich noch nie jemanden gesehen, wenn ich diese Samen in die Erde werfe, dann sehe ich sie ja eh nicht mehr. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der da steht und wenn da sowas rauskommt, der dann sagt, du bist eine Rose, ich halte dir mal ein Bild von einer Rose hin, damit du weißt, wie du wachsen musst. Passiert ja nicht. Also aus dem Samen wächst ja automatisch das heraus, was im Samen ist. Mhm. Und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass da so eine wilde Kornblume steht und die wilde Kornblume sagt, ach, die Rose ist so schön. Ach, die hat so ein schönes Dekolleté. Das hätte ich auch gerne. Das wird die wahrscheinlich nicht machen. Sondern die wächst aus sich heraus, so wie sie ist. Mhm. Und das ist bei Tieren auch so. Also aus einem Hühnerei ist wahrscheinlich noch nie ein Alligator rausgekommen. Also ich habe es noch nie mitgekriegt. Ansonsten war es das falsche Ei. Und aus uns, was wird aus uns? Aus uns wird eben häufig nicht das, was wir sind. Ja. Und das ist doch ein Irrsinn. Ich sage, wieso das denn? Wenn in uns schon alles angelegt, was in uns drin ist, dann müssen wir doch nur gucken, was brauchen wir, damit erwachsen kann, was wir schon sind. Und da waren das denn für mich drei einfache Fragen, die man sich stellen muss. Das war das erste Thema der Eigenschaften. Das ist die Frage, wie bin ich? Mhm. Und das kann man nicht verändern. Also wenn ich einen Vortrag halte, dann frage ich ganz häufig, wer ist introvertiert? Und die Introvertierten trauen sich meistens nicht, aber dann heben einige den Arm und sagen, ihr könnt schon mal nicht introvertiert sein, weil eigentlich, ne? So, aber wenn ich die Introvertierten nach vorne bitte, haltet doch jemand einen Vortrag, so frei. Wer macht das gerne? Eben. Muss auch keiner. Der Irrglaube ist immer, ich muss mich zu etwas entwickeln, was ich nicht bin. Klar. Die spannende Frage ist aber, wer bin ich? Mhm. Wer bin ich denn? Ich bin automatisch so richtig, wie ich bin. Und wenn ich eben introvertiert bin, dann muss ich meine Berufung mit einer Introvertiertheit ausschmücken. Dann muss ich finden, okay, was passt denn zu mir? Wenn ich hilfsbereit bin, wenn ich kommunikativ bin, wenn ich besonders empathisch bin, dann sind das eben Eigenschaften, die mich auszeichnen, die in meiner Berufung einen ganz wesentlichen Anteil haben sollten. Mhm. Haben sie heute meistens nicht. Ich erlebe dann Menschen zum Beispiel, die sind introvertiert und die werden dann in Vertriebssituationen gesteckt, weil der Chef sagt, das muss jetzt gemacht werden. Oder Menschen, die gerne im Team arbeiten, die besonders kommunikativ sind, die müssen einzeln arbeiten. Oder. Das heißt, es widerstrebt den Eigenschaften, wie man ist. Mhm. Und das nächste sind die Fertigkeiten. Was kann ich besonders gut? Und das dritte dann sind die Leidenschaften. Was liebe ich? Und wenn man jetzt mal anfängt, aus allen Sachen, die man hier so hat, Eigenschaften, Fertigkeiten und Leidenschaften, nur mal die 10 besten für sich zu finden. Also was sind meine 10 stärksten Eigenschaften? Wo würde ich sagen, ja, kommunikativ, das ist meins. Ja, und Empathie, ich bin total empathisch, ja, das ist meins. Mhm. So, und wenn man das dann destilliert hinkriegt, und das ist eigentlich immer ein Weg, den ich versuche mit den Menschen dann zu machen, dass man mindestens die Top 3 findet. So. Und meistens ist es auch so, dass die Leute sagen, ich kann das vielleicht nochmal zusammendampfen auf 2. Mhm. Weil je weniger wirklich hervorstechen, desto besser ist es noch. So, ja. Aber nehmen wir mal an, wir haben jetzt die 3 wertvollsten. Dann kann ich jetzt anfangen, Sachen zu kombinieren. Da habe ich jetzt vielleicht jemanden, der ist empathisch und der kann vielleicht besonders gut mit Holz handwerken. Und seine Leidenschaft ist vielleicht Fantasy. Und jetzt würde man auf den ersten Blick sagen, ja, passt doch gar nicht zusammen, da gibt es ja gar kein Berufsbild für. Und ich habe in meiner Karriere, in meinem Berufsweg wahrscheinlich schon über 10 meiner Berufung ausgelebt, mit unterschiedlichsten Sachen. Ich habe dann irgendwann angefangen, ein Finanztheater zu erfinden. Und haben Leute gesagt, was ist das? Gibt es ja noch gar nicht. Ich sage, nee, gibt es ja noch nicht, habe ich ja auch erfunden. Deswegen ist das ja auch denn neu. Weil Finanzthemen sind ja eklig langweilig. Also wen interessiert das? Also will ich mit jemandem über Altersvorsorge reden? Da sagen die Leute, da gucke ich lieber einer Fliege zu, wie die über die Fensterscheibe wandert. Also das ist total öde. Wie kann ich Themen, die die Menschen nicht interessieren, Finanzthemen, Geldanlage, spannend und unterhaltsam auf die Bühne bringen? Mhm. Das muss doch irgendwie gehen. So, und so funktioniert das mit allen möglichen Dingen. Ich habe ja nur schon viele Menschen dabei begleitet und immer wieder festgestellt, die kommen auf die einfachsten Ideen gar nicht, weil sie eben nicht aus sich selbst heraus denken. Sie denken immer an Berufsbildern. Die würden jetzt in dem Beispiel sagen, ja gut, da ist einer, der kann mit Holz gut arbeiten, handwerklich und kreativ, Fantasyfiguren und empathische Hilfsbereitschaft, was hat das denn miteinander zu tun? Und wenn man dann anfängt, die Sachen zu kombinieren,
wenn man dann auch mal out of the box denkt und nicht in Berufsbildern, dann kommt man auf einmal auf Tätigkeiten und sagt, ah, das ist eine Tätigkeit, das könnte ich tun. Das habe ich ja schon mal gemacht vor Oma Erna. Da wurde ich ja schon mal angefragt von einem Freund, sowas Ähnliches zu machen. Und auf einmal fängt die Kreativität an, in einem zu arbeiten. Und das ist eben essentiell, dass wir wissen, wer wir sind. Und wenn wir wissen, wer wir sind, dann sollten wir die Berufung aus uns herausgestalten. Und dann kann das sein, entweder in der Selbstständigkeit, als Unternehmer oder als Angestellter. Das hat dann immer wieder mit meiner Einzigartigkeit zu tun, mit meiner Berufung. Und das Schöne ist, dass das dir natürlich Raum gibt. Und die meisten Leute sagen ja, ja, ich bin ja zu alt oder mir fällt ja nichts ein oder ich bin nicht kreativ. Die kommen dann häufig von selbst noch nicht mal auf diese ersten Punkte. Wo, wenn man mit ihnen spricht, dann stellt man fest, aber du bist ja total mitfühlend, das merke ich doch, das geht dir doch nah. Ja, ja, stimmt, mitfühlend bin ich schon. Aber sie können es aus sich selbst heraus nicht. Okay. Und dafür brauchen wir häufig einen äußeren Spiegel, der nur das spiegelt, was in uns drin ist. Der uns nicht einredet, so müsstest du sein. Und wenn ich das jetzt habe, dann habe ich meine Berufung. So, dann bin ich genau das. Dann sage ich, yes, da fühle ich mich wohl. Und ich habe es noch nie erlebt, dass jemand mit seiner Berufung nicht ausreichend Geld verdienen kann. Und das ist ja schon mal ein riesiger Block, wenn wir an die Arbeit denken. Dass wir wirklich rauskommen aus dem Hamsterrad und aus dem, ich muss diesen Beruf machen, weil ich habe keine Alternative. Also gerade in der heutigen Zeit gibt es unendliche Möglichkeiten, was wir mit unseren Eigenschaften, den Fertigkeiten und den Leidenschaften machen können. An die meisten kommen wir halt selbst nicht ran, weil wir extrem begrenzt denken. Mhm. Weil wir in der Schule ja schon gelernt bekommen, ja, es geht um deine Noten, was du besonders gut kannst. Dann habe ich Schulvorträge, auch zum Thema Berufung. Und dann kommt danach einer und sagt, ja, ich bin gut in Mathe und ich will gerne Mathe studieren. Und dann will ich irgendwas mit Mathe machen. Das ist so, 1, 2, 3, so. Und was reizt dich an Mathe? Erzähl mal, was findest du da toll? Magst du die Zahlen? Ja, nee, das mit den Zahlen nicht so. Und dann quatschen ein bisschen und dann sagt er, also komplexe Sachen zu lösen. So, das ist interessant für mich. Also ich liebe komplexe Dinge. Dann habe ich gefragt, hat das nur was mit Mathe zu tun? Nee, allgemein, komplexe Sachen. Ich mag auch Rätsel, ich kniffel gern. Ah, wuh, auf einmal geht ein Raum auf. Und dann ist man am Ende bei etwas ganz anderem, als ich studiere Mathe und ich mache dann irgendwas mit Mathe. Weil er auf einmal merkt, es ist ja gar nicht Mathe, es ist etwas, was in Mathe steckt, was mich begeistert, was ich besonders gut kann. Mhm. Und darum geht es, immer weiter in die Tiefe zu gehen. Wenn wir sagen, ja, ich kann besonders gut handwerken, womit handwerkst du denn? Mit welchem Werkstoff? Was stellst du denn her? Für wen machst du was? Wie machst du das? Also je konkreter wir das dann titulieren können, desto einfacher ist es, daraus dann wieder unsere Berufung zu gestalten. So. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann sagt man, ich bin nicht mehr abhängig davon, irgendwas zu arbeiten, sondern ich kann erstmal in mir meine Berufung finden und komme dann auch raus aus dem, was wir hier schon gesehen haben, aus diesen Hamsterrädern, weil das ist nämlich ein großes Problem. Hier befinden wir uns ja teilweise 20, 30, 40 Jahre in allen möglichen Hamsterrädern. Und das Thema Beruf ist ja ein wahnsinnig elementares, wie die Liebe, wie die Wahl der eigenen Heimat, des eigenen Zuhauses. Und um unseren Beruf sollten wir uns viel, viel mehr kümmern. Mhm. So, und dann haben wir weitere Möglichkeiten, auch unseren Lebensstil im Bereich der Einnahmen natürlich zu beeinflussen. Also wir können überlegen, was ist denn mit einem Nebenjob? Was ist mit einer Zusatztätigkeit? Wenn ich meine Fertigkeiten habe, ich habe meine Eigenschaften und ich habe meine Leidenschaften, dann fallen immer wieder Sachen ab, die ich auch nebenberuflich machen kann. So, ich habe zum Beispiel jemanden, der hat in einer Bank gearbeitet und arbeitet da heute noch und kennt sich besonders gut mit Hunden aus, liebt Hunde. Und was hat die dann gemacht? Eine Hundetrainerausbildung und arbeitet jetzt nebenberuflich als Hundetrainerin. Mhm, so. Okay. Vorher solche Sachen ja immer unvorstellbar, weil man sagt, ja, das geht nicht, das wird doch gar nicht genehmigt. Das Entscheidende ist aber, dass du rausfindest, wer du bist. Und nicht guckst und sagst, okay, jetzt brauche ich also noch einen Nebenjob, was mache ich denn dann noch? Soll ich jetzt putzen gehen oder was? Das ist wieder alles außen. Es geht ums Innen. Und wenn wir unsere eigene sozusagen Waschanleitung haben, wenn wir wissen, wie funktionieren wir, dann ist das Leben auf einmal viel, viel leichter. Und die müssen wir wirklich als Essenz destillieren. Mhm. Wir müssen nicht die 10 größten Eigenschaften wissen, sondern die 3. Ja. Und dann frage ich die Jugendlichen immer, fragt mal eure Eltern zu Hause, wer bist du? Und dann kommt wahrscheinlich, hä, was willst du denn? Was ist denn das für eine Frage? Wenn ich die Menschen frage, wer bist du, dann kommt, ja, ich bin Peter, 45, verheiratet, mein Beruf ist Schlosser oder was willst du jetzt wissen? Sondern ja, wer bist du? Was zeichnet dich aus? Was sind deine 3 größten, stärksten Eigenschaften? Ist das nicht traurig, dass wir die nicht kennen? Die meisten kennen die nicht, ja, richtig. Also aber sie sind ja in viele uns. Viele haben sich ja schon damit, nein, nicht viele, aber manche haben sich ja schon damit beschäftigt so ein bisschen, ne? Aber, ja, mach mal den Test. Oder auch zu Hause, die Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, sich ja, einfach mal fragen, welche 3 stärksten Eigenschaften habe ich? Mhm. Und bin ich sicher, dass es die sind? Mhm. So, und dann stellt man eben ganz häufig fest, nee, da bin ich mir nicht sicher.
Weil auch das habe ich ja für mich ganz lange gemacht. Dann hat man die Eigenschaften, man sortiert die, man priorisiert die. Man stellt dann fest, ja, mitfühlend und empathisch und interessiert am Menschen, ist das nicht irgendwie was Ähnliches? Also je stärker man reingeht, desto eher merkt man, nee, da geht noch mehr. Was ist es wirklich, was mich begeistert? Was ist es wirklich, was mich auszeichnet? Aber dann kommt ja das Spannende. Wenn du rausgefunden hast, wer du wirklich bist, dann weißt du, das verändert sich nicht mehr. Ja. Wenn du empathisch, kommunikativ, was auch immer bist, dann bist du das. Das heißt, du hast damit etwas für dich, was du für dein ganzes anderes Leben nutzen kannst. Das kannst du auch für die Beziehung nutzen. Das kannst du für den Umgang mit deiner Familie nutzen, mit deinen Freunden, für die Freizeitgestaltung. Und deswegen ist diese Idee, seine Berufung zu finden, seine Eigenschaften, seine Leidenschaften, seine Fertigkeiten, das ist einfach so eine Art innere Lebensanleitung, so könnte man das sagen. Wie dieses Schild, was man in Pullovern häufig hinten hat, ne? Oder in Blusen, ne? Bei wie viel Grad zu waschen. Die Waschanleitung. Genau, so ist das für uns dann auch. Also man muss ja jetzt auch nicht von heute auf morgen seinen gut bezahlten Job erstmal kündigen, ne? Sondern eben der Weg entsteht beim Gehen in dem Fall. Ne? Also man beschäftigt sich oder setzt sich einfach mal mit diesen Fragen auseinander, vorausgesetzt man ist unglücklich in dem Beruf, den man tut. Ne? Ja, man kann sich ja fragen, man kann sich ja diese drei Fragen mal stellen. Glaube ich. Ja, ich habe jetzt einen Beruf und auch ich habe 20 Jahre ja in mehreren Berufen gearbeitet in meiner Selbstständigkeit. Ich hätte dir immer gesagt, ich bin total glücklich. Das ist das Geilste, was es gibt. Und ich stand immer voll dahinter. Okay. Immer. Und heute weiß ich, wenn ich schon früher rangegangen wäre mit, wer bin ich wirklich? Also was ist meine Art zu arbeiten? Ich liebe es zum Beispiel auch alleine zu arbeiten. Ja. Viel zu schreiben. Ich liebe Zweiergespräche. Nicht Gruppentrainings, das ist Zweiergespräche, weil ich die Menschen wirklich berühren kann, weil ich denen helfen kann. Dann hätte ich ganz andere Sachen gemacht. Ganz andere Sachen. Obwohl ich mit den anderen erfolgreich war und es hat Spaß gemacht. Also wenn man sich selbst wirklich mal fragt, okay, ich mache jetzt einen Beruf, zu wie viel Prozent, sowas würde ich dann immer empfehlen, weil diese Prozentzeichen, die eignen sich ideal, um klarer ranzukommen, bescheiße ich mich eigentlich selbst. Ja. Weil auch ich habe immer dazu geneigt, ja, alles super, alles läuft, alles klasse. So, das war auch dann häufig das Gefühl. Aber wenn mich einer gefragt hätte, okay, deine Eigenschaften, hast du jetzt deine Top 3 Eigenschaften? Das ist ja die erste Frage. Und wenn ich jetzt sagen würde, die habe ich, und ich würde zum Beispiel sagen, also bei mir ist es zum Beispiel, ich bin abenteuerlustig. So, und damals, wenn du mich gefragt hättest, okay, zu wie viel Prozent kannst du deine Abenteuerlust dann in deinem jetzigen Beruf ausleben? Zu wie viel Prozent? So, und da hätte ich bei einigen Berufen wahrscheinlich gesagt, die ich da gemacht habe, boah, zu 10%, zu 20%, weil das spiegelt nicht das wider, was ich im Außen beruflich lebe. Es geht ja immer um den Beruf. Und diese Prozentzahlen, die helfen uns, uns ein bisschen näher ranzutasten. Also wenn wir erst wissen, was sind unsere drei stärksten Eigenschaften, und wenn wir uns dann fragen, zu wie viel Prozent lebe ich die aus, und zwar einmal beruflich, aber dann auch privat. Weil es ist ja nicht so, dass das Leben funktioniert nach gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber bei den meisten ist es so. Ja. Da fangen die schlechten Zeiten dann an, wenn die Arbeit beginnt und die guten Zeiten, wenn die Arbeit endet. Aber wir sind ja immer so, wie wir sind. Also können wir uns auch die Frage stellen, meine Abenteuerlust zum Beispiel oder meine Empathie, meine Hilfsbereitschaft oder was auch immer, meine Kommunikationsfähigkeit, wie weit lebe ich die privat eigentlich aus? Und das hat auch Einflüsse auf die Beziehung. Wenn ich zum Beispiel abenteuerlustig bin, dann kann ich mich fragen, ist meine Beziehung auch abenteuerlustig? Wenn sie 0% abenteuerlustig ist, dann wird es vielleicht irgendwann schwierig. Es sei denn, ich habe bei den anderen Eigenschaften 100% und sage, das reicht mir aus. Und da ist es einfach wichtig, für sich individuell mal zu schauen, wie sieht es bei mir denn aus? Und das ist ja ein ganz einfacher Test. Ja, definitiv. Sich ganz einfach zu fragen, wer bin ich? Sich dann ranzutasten mit den prozentualen Zahlen, um dann ein Gefühl zu kriegen, okay, mal ganz ehrlich betrachtet, zu wie viel Prozent passt das? Und dann kommen wir, das ist meine Erfahrung, fast immer zu einer anderen Einschätzung, weil wir von einem anderen Winkel mal an uns selbst rangegangen sind. Weil wir sind so begrenzt, wir sind wirklich so begrenzt. Also wir haben jetzt eine coole Idee für unsere neue Firma gehabt, wir wollen einen Lebensfinder kreieren. Also sowas wie ein digitales Lebensportal, wo es dann darum geht, dass wir ganz, ganz viele Lebensinspirationen haben, wo du dich austoben kannst, wo du zu allen Lebensthemen Ideen findest. Daran arbeiten wir gerade mit Hochdruck. So, und da stellst du fest, ich habe immer gedacht, ich weiß schon viel über Lebensmöglichkeiten. Ich weiß noch fast gar nichts. Was es alles für Ideen gibt, wie ich die Gesundheit verbessern kann, wie ich die Liebesbeziehung verbessern kann, den Beruf und sowas. Da gehen Welten auf. Wir kennen noch nicht mal ein Müh von den ganzen Möglichkeiten des Lebens. Und deswegen ist es wichtig, erstmal an uns anzufangen. Und dann zu schauen, ja, wie bringen wir das, was drin ist, auch nach draußen? Ja.
Ich habe gerade gesehen, wir sind schon wieder am Ende unseres Gesprächs angekommen. Die Zeit fliegt leider immer mit dir. Deswegen muss ich es hier schon wieder leider beenden, wobei es sehr spannend war, jetzt diese letzten Tipps dann noch mitzubekommen. Ja. Extrem wertvoll und extrem aufschlussreich, wie wir gerade auch schon gehört haben von dir. Wo findet man denn mehr? Und vor allen Dingen dieser, wie sagst du, Lebensfinder? Ja, an dem basteln wir jetzt. Das habe ich jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, zu finden sein. Wird auch geplaudert. Also wer zum Beispiel Hilfe braucht beim Thema Berufung, wir haben bei youlife.de, das ist einfach das You, das Du, das Life, das Leben. Und dann geht es darum, das Leben und dich zusammenzubringen. Dass du zum Beispiel dein YouLife lebst. Okay. Und da haben wir auch einen Kurs gemacht zum Thema Finde deine Berufung. Also wer da denn Hilfe braucht, der kann sich auch, muss sich mich dann natürlich wieder antun. Aber für uns war es immer wichtig, dass wir den Leuten, wenn man den Menschen hilft, dass wir immer davon ausgehen, es ist alles in dir. Ja. Es ist alles in dir. Ja. Du brauchst mich nur als Spiegel. Mhm. Es geht nur um Workbooks und Kurse, die spiegeln, was in dir ist, dass du dich erkennst. Darum geht's. Es geht nicht darum, irgendeine andere Philosophie aufzunehmen. Ja, gut. Mhm. Ne? Sehr gut. Genau. Wir wissen jetzt, wo du zu finden bist. Genau, wunderbar. Genau. Ja, dann kann ich nur sagen, und auf YouTube, ich habe auch schon gesehen, gibt es jede Menge auch von dir, was man sich dann noch anschauen kann über dieses Gespräch hinaus. Aber wir treffen uns ja noch und werden das Ganze dann sicherlich da auch noch mal stückweise einfließen lassen. Darauf freue ich mich. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank dir. Dankeschön. Ihnen, liebe Zuschauer, sage ich auch auf Wiederschauen für den Moment. Bis zu unserem nächsten Gespräch. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei, wenn André G. Schulz wieder bei uns ist und uns spannende Inspirationen gibt zu unserem Ausstieg aus dem Lebenshamsterrad. Und ja, ich hoffe, Sie haben heute auch schon Inspiration bekommen. Und vor allen Dingen setzen Sie sich vielleicht auch gleich an diese Aufgabe ran, an diese Hausaufgabe, dass Sie einfach mal erkennen, was sind Ihre stärksten, ihre besten Qualitäten oder ihre Eigenschaften. Was sind sie und was ist ihre Leidenschaft und so weiter. Sie haben es ja gerade sicherlich mitgeschrieben, gehe ich davon aus. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei, viele tolle Erkenntnisse und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin alles Liebe und Gute für Sie. Bleiben Sie achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst. Bis dahin. Ciao.